An unserem fünften Reisetag, Montag, 9. Mai, fahren wir vormittags von Giardini Naxos nach Catania, der größten Stadt an der Ostküste, und nachmittags nach Taormina mit seinem bekannten griechischen Theater. Vor der Abfahrt bleibt noch Zeit für einen Blick vom Hotelbalkon auf die Bucht von Giardini Naxos. Direkt in der Stadt unterhalb des Domes aussteigen und auf der Busbahn haben. Der Ätna grüßt uns mit einer Rauchfahne. Die rund 40 Kilometer von Giardini Naxos bis Catania verkürzt uns Reiseleiterin Carola mit allerlei Informationen und Geschichten. Der Dom von Catania ist der heiligen Agatha, der Schutzpatronin der Stadt, geweiht. Der Elefantenbrunnen, Wahrzeichen von Catania. Links vom Dom, der gerade restauriert wird und daher nicht besichtigt werden kann, liegt die Abtei St. Agatha. Auch gerade schön, jetzt im Gegenlicht, wenn Sie sich mal zum Dom umdrehen, auch da diese beiden unterschiedlichen Formen an Materialien, helles Material, dunkles Material. Das heißt, das Auge hat viele Möglichkeiten zu wandern. Nach einer kurzen Pause, in der wir in Ruhe den Domplatz besichtigen können, geht es weiter zum Fischmarkt. An den Fischmarkt grenzt der große Lebensmittelmarkt. Hier verkaufen Bauern aus der ganzen Provinz ihre Waren. Der Markt nimmt einige Viertel ein. Seine Gesamtfläche ist mehr als 65.000 Quadratmeter. Neben Touristen versorgt sich hier vor allem die Bevölkerung Catanias mit den Dingen des täglichen Bedarfs. Der Ätna. Nach mehreren Erdbeben entstand 1669 ein vom Zentralkrater ausgehender 18 Kilometer langer Erdriss. Die Lava verschlang mehrere Ortschaften, erreichte Catania, floss in den Burggraben des Castello Ursino und begrub unter sich den Fluss Amenano sowie den See Nikitio. Da der Dom nicht zugänglich war, besichtigen wir San Francesco d'Assisi all'Immacolata. Candelore nennen die Sizilianer diese dekorativen Holzkonstruktionen, mit der große Kerzen bei Prozessionen durch Catania getragen werden. Der Bogen von San Benedetto, der Kirche der Benediktinerinnen. San Benedetto.
und daneben die Jesuitenkirche Chiesa Francesco Borgia. Die Dominikanerkirche. Die Kollegienkirche Santa Maria de Elemosina am Universitätsplatz. Die 1434 gegründete Universität von Catania ist die älteste Hochschule Siziliens. Wir sind wieder an der Via Etnea. Vor der Rückfahrt Richtung Taormina ergibt sich die Gelegenheit für einen kurzen Blick in den eigentlich gesperrten Dom. Er ist der Schutzpatronin Catanias geweiht, der heiligen Agatha. Taormina liegt rund 200 Meter über dem Meeresspiegel und schenkt uns einen Blick auf die Bucht von Giardini Naxos. Durch die im 15. Jahrhundert restaurierte Porta Catania immer geradeaus gelangt man zum Domplatz mit dem Brunnen und dem im 15. Jahrhundert entstandenen Dom San Nicolò. Das nördliche Tor, die Porta Messina, wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von den Bourbonen restauriert. Der Dom und San Giuseppe. Damit kann man sich eben sehr gut verbinden, weil in Kirchen war also Zement und Wörter sowas noch unbekannt. Deswegen mussten die sich die Riesenmühe Arbeit machen, diese Steine zuzubauen. Das während der römischen Kaiserzeit erbaute Odeon. Der Palazzo Corvaia trägt den Namen einer der ältesten Adelsfamilien der Stadt und zeigt Stilmerkmale der sizilianischen Romanik, eine Mischung aus arabisch-byzantinisch-normannischen Stilelementen. An der Balustrade des Treppenabsatzes befindet sich ein Hochrelief aus Stein, das die Schöpfung, den Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies abbildet. Das antike Theater von Taormina, nachdem von Syrakus das zweitgrößte auf Sizilien, ist ein römischer Bau aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Santa Madonna della Rocca und Castello Saraceno. Das Theater misst 120 Meter in der Länge, 50 Meter in der Breite und 20 Meter in der Höhe. Die Stufen der Tribüne wurden teilweise in den Fels geschlagen,
und boten Platz für etwa 5400 Zuschauer. Bei gutem Wetter sieht man hinter der Bühne den Ätna und die Bucht von Giardini Naxos, was Goethe bei seiner Italienreise zu der Notiz veranlasste, setzt man sich nun dahin, wo ehemals die obersten Zuschauer saßen, so muss man gestehen, dass wohl nie ein Publikum im Theater solche Gegenstände vor sich gehabt. Von ihm stammt auch das Zitat, Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele. Hier erst ist der Schlüssel zu allem. Welt immer Setzlinge hat mitbringen lassen und die hat sie da drüben auf der Isola Bella immer angezogen und